Hallo und herzlich willkommen zum StarCloud League New Star Tournament. Ich glaube StarCloud die Season 1 oder so. Zwischen Bone Doctors und Opening Party. Hier ins Bone und Nob. Und wir warten noch auf Edgeman. Das ist ja connected und dann geht's los. Wir haben in Preparation. Allerdings, ich will mal gerade gucken, ob ich noch sowas hier finde für Standings und so, wenn es jetzt in den Draft geht. Dire Team Ban. Okay, also wir haben hier Bone Doctors und Opening Party spielen um den Platz in den Playoffs, die morgen gespielt werden. Genau, der Beste davon wird gegen Ethan spielen in den Playoffs der StarCloud League Intermediate. Nein, geht's tatsächlich um viel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das ein Game ist oder zwei Games. Ah, nee, ich glaube, es ist ein Best of Three, von daher. Stellen wir uns auf vielleicht drei sehr, sehr interessante Matches ein. Starting with the Doom. Das wird spannend. Also, wir haben wieder Doom für Opening Party. Und, ja. Kein Lycan, kein Void, kein Brewmaster, kein Tinker. Sehr schade. Ja. Also Scarif Mage und Pugna, okay. Bone Doctors gehen erstmal mit ihrer Pocket Strat. Pugna Viper. Und technically könnte man das hier beim Zuschauen 2 Minuten Delay sehen, von daher Pugna Viper und den Rest. Wenn ihr auf meinem Kanal das hier guckt, ja, wisst ihr den Rest. Ansonsten halt kommt ja auch ein paar Minuten. Und Opening Party, schauen wir mal, was sie mit dem Doom so anfangen. Ob das halt ein Offlane-Doom wird, ob das ein Safelane-Doom wird, ob das ein Jungle-Doom wird. Aber ich glaube, wenn es hier um die Playoffs der StarCloud League geht, glaube ich nicht, dass es ein Jungle-Doom wird. Besonders nicht gegen Pugna, wo sie dann halt sehr, sehr schnell pushen könnten. Aber alles ist möglich. Wraith King als zweiter Pick. Sind schon mal zwei doch relativ tanky Heroes hier. Daher bin ich gespannt, ob sie mehr in die Richtung tanky gehen werden oder ob es da halt einfach auch als Pick-Off-Helm benutzt wird. Wraith King Support mit einem Blink-Dagger, Doom mit einem Blink-Dagger und zack, zack. Rein Doom-Kill. Und das Repeat, Rinse and Repeat. Razor Banner ist relativ offensichtlich. Tide Hunter ist immer eklig, wenn man ja eine Tiefheit-Lineup erwartet. Ja, Razor ist ein relativ starker Konter gegen Viper in der Mitte. Dementsprechend wird er von den Bone Doctors gebannt. Und Opening Party. Schauen wir mal, welcher Held das Team OP für zu OP hält. Okay, jetzt habe ich den Joke einmal gemacht. Und jetzt werde ich versuchen, ihn nicht mehr in diesem Lauf dieses Spiels zu tun. Ja, vielleicht ein, zweimal geht noch. Danach wird es lame, oder? Ja, ein, zweimal Team OP to OP. Das werde ich definitiv immer sagen, wenn Opening Party hier gewinnen wird. Von daher hoffen wir mal, dass es nicht so oft passieren wird. Lich wird hier gebannt, Viper und Pugna stellen schon eine gute Laner da und dann will man nicht, dass es auch noch durch den Lich noch ekelhafter wird, die Lane. Und halt man, ja, einfach nur durch die Laning Stage schon XP und Gold an den Gegner weggibt. Und die Death Prophet wird hier als weiterer tanky und relativ viel Einfluss habender Held gebannt auf Seiten von Bone Doctors. Bone Doctors werden hier einen Witch Doctor picken oder einen Witch Doctor. Okay, werden einen Witch Doctor picken. Dadurch, dass sie keinen Faces Void bekommen, werden sie noch einen Clockwork und einen Chaos Knight picken. So, dann hätte ich das fertig. Opening Party. Opening Party, Opening Party. Hm.
Es ist halt so viel mit möglich. Es gehört halt jetzt hier mit Tanky, mit Dazzle und Aches oder sowas was machen. Sie könnten das einfach so spielen, weil das sind auch schon so relativ starke Helden. Sie könnten mit so einer AA nehmen und ein Aggressive Train-In machen. Was wahrscheinlich noch eine der besseren Möglichkeiten wäre. Es ist viel möglich. Tja. Ja, für den Doom. Monoctus müssen es halt jetzt so spielen, dass die Viper wirklich vorne steht und Pugner immer nur kurz zum Blasten in den Tower vorkommt. Und dann sollte es okay sein, weil wenn die Viper gedoomt wird, ist der Teamfight schon für Bone Doctors sehr, sehr gut am Laufen. Da die Viper an sich ja, der Doom bricht halt vieles ab, aber Viper ist auch ein tankiger Hero, der hauptsächlich auf Red Click besteht. Dementsprechend ist halt ähnlich, wie wenn man einen Razor doomt, der sein Ulti anhat, Static Link auch anhat und sein Plasma Field gerade benutzt hat. Ist halt so, ja, viel mehr wird da auch nicht mehr kommen, ne? Aber, ja, OP lassen sich hier viel Zeit. 30 Sekunden Reserve Time noch. Na, echt gespannt, ob es halt hier eine Aggro-Lane wird oder ob sie noch irgendwas anderes was basteln. Auf jeden Fall haben sie mit dem schon mal erstmal so ein bisschen Goldvorteil. Dadurch, dass die Vauer halt extra Gold bringt und sie zumindest damit auf dem Feld also in der Statistik einen Goldvorteil bekommen. Vielleicht lassen sie auch einfach nur random werden. Ne, okay. Picken einen Jakiro. Ja. Er hat einen relativ langen Ice Path gegen Witch Doctor. Puck. Okay. Diesmal ist halt kein Clockwork Offlane, sondern ein Puck Offlane. Ja. Könnte sich ja auch als gut erweisen. Auf jeden Fall bin ich ziemlich excited, endlich mal einen Puck zu sehen. War schon sehr lange nicht mehr drin. Und Huskar, okay. Das ist interessant. Huskar, Doom, Wraith King, Jakiro. Sollten die vielleicht einen Dazzle bannen? Andererseits, ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der Wraith King farmt. Ja, weiß ich nicht. Ob sie denken, dass der Huskar in Mitte geht oder so und Wraith King carry. Könnten sie machen. Allerdings ist halt auch der Punkt, dann könnten sie doch einfach Puck in die Mitte stellen. Und Bondox selber Aggro gehen. Puck gegen Huskar sollte okay sein, wenn er das Ulti dodgen kann. Außerdem kann er halt immer mal einen Flamespear dodgen. Flamespear? Burning Spear? Burning Spear. Und damit halt das Harassment relativ gering halten, da doch Huskar auf nicht unbedingt konstanten Tick-Damage basiert, sondern halt eher auf, ich werfe mal ein, zwei Speere auf dich. Wenn er die dodgen kann, dann ist da kaum Harassment von Huskar da. Und CK-Bun, okay. Opening Party hat gesneakt. Sie wissen, dass der CK käme, von daher wird jetzt hier, glaube ich, ein Tiny kommen. Was ich schon öfters gesehen habe, ist, glaube ich, der Ausweichheld dafür. Aber gut, das ist halt das Problem in der Pocket Strat, wenn der Gegner ungefähr mal geguckt hat, was sie spielen. Und laut Dota-Buff haben sie halt nur dieses Lineup gespielt. Es ist halt relativ einfach, einfach den CK zu bannen und so, ups. Düdüm. 10 seconds remaining. Jetzt müssen sie halt gucken, ob sie da den Tiny picken. 5 seconds remaining. Oder ob es doch was ganz anderes wird. Auf jeden Fall lassen sich hier erstmal noch ein bisschen Zeit. Ja, Opening Party, weiß ich nicht, könnten eigentlich schon den Doom offline stellen. Und dann eine starke Mitte holen. Oh, ein Kunker wird's hier. Also doch ein bisschen mehr Teamfight. Klar, wenn man die Coil hat und ein paar Held hat, kann man da schnell mal ein Boot reinwerfen und ein Death Ward. Besonders halt auch mit dem Silence, das ist halt relativ cool für den Puck, dass er halt dann immerhin 2-3 Sekunden silenzen kann. Und in den 3 Sekunden ist immerhin der Death Ward draußen. Und ja, immerhin, ne? 3 Sekunden Death Ward macht schon einiges an Damage. Und danach ist es halt auch fraglich, ob man danach halt absolut dann den Witch-Jockel fokussen kann. Ob es dann nicht vielleicht schon zu spät ist. Opening Party haben wir 4 Sekunden noch Zeit. Ich, ja. Drow Ranger. Okay. Ein sehr pappstarkes Lineup. Jo. Halte ich für interessant. Das Problem ist dann, wenn sie rankommen. Wenn sie Puxi findet und dann zusammenhält
und dann schnell ein Boot draufgeworfen ist, kann das ziemlich schnell das Ende für den Drone Ranger bedeuten. Ist also sehr squishy. Besonders das Witch Doctor, die macht sehr viel Damage daran. Ist ja die Frage, wer als erstes den Damage raushaut, denn Opening Party haben einen sicken Amount of Damage, ehrlich gesagt. Mit dem Husker Ulti, der Drone Ranger und dem Doom. Bonoctus allerdings mit dem Witch Doctor, dem Kunker und dem Pack auch. Und Pugner Blaster rein, ist halt auch schön. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Jo. Gut. Dann gehen wir ins Spiel. Wir haben. Mal schauen. The Waterlot wird auf die Offlane mit dem Puck gehen. Kriegt euch hier schon den ersten Ward. Tomahawk geht mit der Viper in die Mitte. Und Fevaseka und Zalok gehen auf die Safe Lane mit dem Kunker. Und Nob wird erstmal eine Jungle Invasion machen. Gehen erstmal mit 5 Men runter und schauen mal, ob sie da ein bisschen was bekommen. Mal schauen, ob hier Bone Doctors zurück sind. Oder ob das, ob sie sich da catchen lassen. Bisher sieht es so aus, als ob sie nicht so nicht so doll in ihren Dschungel wollen. Und ja, hier sieht man warum. Aber ich glaube nicht, dass sie das wissen. Drone Ranger ist jetzt weiter. Wraith King wird. Oh. Pugner, okay. Pugner hat es gesehen. Laufen weg. Hier wird erstmal nicht mehr passieren. Mal schauen, ob sie Camps blocken, beziehungsweise wie viele Camps sie blocken. Und 2 Sentries, 2 Observers. Ja. Okay, der erste kommt auf den Magic Bush. Der sollte relativ schnell weg sein. Also gedewardet werden. Ist die Frage, ob Bondo das halt auf den Magic Bush guckt. Oder ob sie erstmal blind versuchen, irgendwas zu dewarden. Denn prinzipiell könnte es ja überall gestellt werden. Hier durch den haben sie aber jetzt gezeigt, dass wo es gewardet wurde. Ja, ich glaube, ich habe schon die ersten Pings rausgekommen, dass es halt irgendwo in dieser Area hier wohl ein Ward sein wird. Aber gut. Auf jeden Fall, Nob werden wohl kein Aggressive Trident machen. Mit der. What? Drone Ranger Offlane? Seriously? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay, der Jakiro kommt schon wieder runter. Ja, wenn Bondok das quasi sehen würden, dass da die Draw alleine ist, wären sie quasi schon tot. Ja, sie haben jetzt gesehen, dass die Draw da ist und werden jetzt wahrscheinlich auch schon Go machen. Jakiro sehen sie da, aber es sind halt auch erst 2. Das könnte sich böse für die Draw erweisen. Okay, also sie harassen erstmal nur. Sie haben halt keinen so richtigen perfekten Stun. Mit dem Witch Doctor Cast, die hat einmal Bounce wahrscheinlich. Und dann, ja. Dadurch ist es halt sehr schwierig, halt schnell ranzugehen und sehen, okay, die Draw ist tatsächlich noch alleine. Die Aggro-Trailer verschiebt erst noch. Wir müssen halt schnell mal die Draw töten. Das wäre auf jeden Fall katastrophal hier für Nob gewesen, von daher. Freuen sie sich da, dass es nicht passiert ist. Viper hier in der Mitte. Gegen Husker. Auch relativ gut. Da Burn Damage gegen Bone Doctors. Und Pugner kriegt den ersten Stun ab. Wird geslowed, aber ansonsten ist erstmal kein Damage da. Allerdings nimmt Witch Doctor den ungünstigsten Weg und könnte eventuell in the First Blood sein. Aber erstmal schöner Taunt. Das Follow-up da. Ein schöner Silence von der Draw hier. Sollte alles verhindern, dass da etwas mehr geht. Ah, der Draw Ranger nimmt noch den Last Hit auf den Ward weg. Allerdings versucht hier. Oh, Thorn hat gelandet. First Blood auf dem Wraith King. Und die Draw hat auch nicht mehr so viel. Oh, Double Kill hier. Das sind 2 Kills auch für den Bone Doctors auf der Lane. Das lief nicht so gut. Ist die Draw noch zu lange geblieben, um noch diesen etwas cocky Deny hier zu machen. Und das, hat sich dann als nicht so sinnvoll herausgestanden. Andererseits war der Wraith King halt auch der First Blood. Da kam sie halt nicht schnell genug weg. Der Draw Silence hier unten war schon gut. Ich glaube, sie sind nicht komplett durchgelaufen. Außerdem halt wunderschön gemachter Torrent. In der Eigenstelle hier kann man auch relativ schlecht wegkommen. Hauptsächlich war es der Torrent, der Bone Doctors den Double Kill. Beziehungsweise die 2 Kills auf der Trident bekommen hat. Und die waren auch sehr, sehr stark, sehr, sehr wichtig, weil so eine Draw Snowballt halt auch schon relativ heftig. Außerdem, wenn es halt vorne liegt, hat der Kunker durch seinen Tidebringer doch einen nicht zu verachtenden Amount of Harassment, was dann sich auch weiterhin relativ übel für die Lane auswirken sollte. Trial and Harassment ist sehr wichtig, da das Team natürlich kein Go machen kann, wenn es low ist.
Wenn ich jetzt hier mit den Faceboots, sind die Frost Auras quasi auf den Kunker wertlos. Die Items-Scheiße sind hier auf jeden Fall gut. Jo, die Offlane tradet ein bisschen Hits. Husker nimmt seine erste Salve. Viper hat gar keine. Kann natürlich auch schön Harrison durch das Q als Orb-Attack. Ja, wir gucken auf die Last Hits. Oh, okay. Bonelockers haben die ersten drei Helden mit dem Farm. Was natürlich daran liegt, dass die Trainer, dass die Draw hier nicht so super farmen kann. Und die Viper holt den Husker. Ach, scheiße. Na gut, nicht gesehen. Aber poppt halt auch noch 5 Stacks von. Ja, vom Burning. Da hätte man vielleicht die Bottle kaufen können. Andererseits braucht Viper auch keine Bottle. Auch relativ passend, dass in dem Sinne so casually halt. Die Mitte ist leer und hier kommen halt ein paar Supports gesmoked hergelaufen. Aber mal schauen, ob sie hier so lange genug bleiben, um die Viper beim Rotieren zu stören. Nein. Wir holen den Puck und das könnte relativ. Ja, Level 5 ist noch kein Level 6. Mit Doom wäre das ein eindeutiger Kill. Andererseits steht der Puck auch hier relativ gut. Okay, das passt. Oh. Dass das Orb da vorher rauskommt, hat ihn gesaved. Schön gemacht hier, auch sehr schnell gesehen. Zack, direkt raus. Pause vom Kunker. Mal schauen, ob er hier gesehen hat, dass er hier Lex hat oder was auch immer das war. Ja. Irgendwie ist dieses Camp hier leer und das hier voll. Dadurch, dass die Ward hier vorher hier stand, habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese Ward hier blockt, aber eigentlich sollte sie das nicht tun. Gefarmt wurde das Ding auch nicht. Na gut. Anyway. Jo, okay. Go. Hier wieder. Oben die Rotation ist fehlgeschlagen. Von daher versuchen sie vielleicht jetzt die Akro-Trainer zu verschieben. Das Problem ist, was soll die Draw Ranger da machen? Ja, Level bekommen. Naja. Gut, immerhin bekommt sie mit den Levels. Durchs Level 6 doch ein bisschen Damage. Aber ja, die Draw alleine zu lassen ist vielleicht nicht die beste Option. Vielleicht wird da bald der Doom nach unten tippen. Was kommt da geflogen? Midas? Nee. Okay. Kein Midas für Doom. Kein Midas für den Kunkka? Wahrscheinlich, ja. Kein Midas für die Draw. Und Husker und Viper scheinen auch nicht auf den Midas zu gehen. Okay. Oh, die Draw war da zu weit vorne. Ups, das war nicht so gut. Zwei TPs hier runter. Allerdings können sie das jetzt hier doch turnen. Ja, und das tun sie jetzt auch. Das Problem ist, der Kunkka ist ein bisschen spät. Batz, aber Typebringer holt ihn dann noch. Okay. Dieser Heal von Witch Doctor auf Level 1 bzw. jetzt schon auf Level 2 ist so stark, dass wir halt da verstehen können. 3 Kills für die Bone Doctors hier. Klar kann ich verstehen, dass sie halt die 2 TPs da reinmachen wollten, um den Tower zu sichern. Aber da haben sie ja. Heal war einfach too strong vom Witch Doctor. Ja, wurden sie ein bisschen überrascht davon. Ja. Okay, wir haben halt gesehen, die Trailing hier unten funktioniert relativ gut. Die Mitte war wohl relativ even. Wir sehen hier, Last Hits hat Viper natürlich mehr als Husker, weil sie Lane-Dominante ist. Allerdings, ja, hat sie auch schon 2 Deaths. Ne, ein Death. Stimmt. Also sie haben sich gegenseitig umgebracht. Ich dachte, da wäre was passiert. Nein, stimmt. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Allerdings hat sie den Kill halt auf Viper bekommen. Dementsprechend hat Viper hier die Mitte doch wahrscheinlich per Definition gewonnen. Aber das ist erstmal nicht so wichtig. Bonoclus guckt hier, dass sie unten den Tau bekommen. Klar, mit Husker. Auch immer schön die Glyphen, um den Blast abzubrechen. Allerdings könnten sie eventuell jetzt gucken, ob sie weiter pushen. Das Problem ist, wenn das Puffer keinen Mana hat. Damit wird das wahrscheinlich erstmal nicht sein. Kunker geht als erstes auf die Drums. Jupp. Hat das auch schon komplett fertig. Mit dem Bracer, ja. Komplett fertig. Viper wird wahrscheinlich das Mac bauen. Ja, wir sehen hier knapp vor dem 900er Rezept. Vision von Radiant stehen halt außerhalb der Vision. Mal schauen. Werden aber abhauen. Okay. Hauen ab, weil dann doch relativ defensiv war und ich glaube, das wurde gerochen. Okay, sie sind nirgendwo, ist halt bestimmt so. Puck guckt hier sich auch schon so um. So, okay, wo sind die denn hier? Kommen allerdings jetzt. Oh, schöner Silencer. Versucht es hier so ein bisschen zu juken. Allerdings ist dies. Ich wollte schon gerade sagen, also das
Stun Overlapping ist sehr, sehr, sehr niedrig gemacht und es war ein sehr schöner Stun. Und das Problem ist halt, ja, Eispass Level 1 macht nicht so viel und hatten sie zu wenig, um konsistent den Pack halt auch rauszuhalten. Der Damage war halt schon da und es waren halt im Endeffekt 2 Sekunden Stun, die halt nicht gereicht haben, um halt einen Pack direkt zu töten. Zack, 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 zack. Holt sich hier die Griefwave und holt sich ein paar CS hier. Was halt auch für den Pack schön ist. Hm. Okay, bitte, dass der Tower zurückgeschossen hat. Okay. Hier oben wird ein Doom gefunden. Der Heal ist zwar noch draußen, allerdings reicht das. Und der eine Doom holt sich dann natürlich auch noch. Hat hier doch. Ja, vielleicht hätte der Kunker ihn mehr fighten können. Also solo angehen können. Mit dem Maledikt da drauf. Allerdings. Ja. Haben sie das lieber sein lassen unter dem T2 ist vielleicht natürlich das Beste, wenn eine Rotation kam. Hätte das Ganze auch umgekehrt sein können. Von daher hat der Kunker lieber dann gesagt, ich gehe auf Nummer sicher. Und macht das so. Mit der Invis-Rune kann er vielleicht hier unten was machen. Allerdings ohne X wird das vielleicht ein bisschen schwierig. Und hier geht auf den Huska, auch ohne Animation. Platz! Und hat auch schon gesehen, dass er hier rankommen wird und macht das Taunt hier und nicht hier unten. Auch schön gemacht. Ist nur Support Wraith King, von daher schauen sie, ob sie den hier down bekommen. Zumindest seinen Ulti triggern. Okay, hat noch kein Ulti. Und Double Kill für die Viper. Das lief auch nicht so gut. Die Support Rotations sind doch vielleicht nicht so gut. Pugna geht hier oben zu Ham und hat einen Puck. Aber leider, die Draw überlebt zum Glück, hat es gut ausgejuckt. Der Puck konnte keinen Last Hit mehr machen. Dadurch, dass er eben schnell da weg musste, weil der Tower auf ihn gehittet hat. Auf jeden Fall schön. Und 9-2 für die Bone Doctors. Bisher waren die Rotations von Opening Party nicht so gut. Dadurch, dass sie immer nacheinander reingesprungen sind. Ja, jetzt muss Huska hier aufpassen. Sieht auch schön. Ah, okay, ja, immerhin ist er weg, ne? Und die Viper kommt jetzt und das könnte halt relativ schnell einen Kill bedeuten. Besonders da jetzt hier auch das Orb-Fight fertig ist. Und zieht sich voll. Ich weiß nicht, mit Magical Damage, mit der Immunity. Es sind Magical Damage, von daher sollte es eigentlich nicht so viel bringen. Aber naja, die Viper hat auch genug Damage selbst. Dass sie das auch so macht. War halt ein bisschen overextended hier. Hier weitergegangen und dann. Bondokus hat rotiert hier hoch. War eine super Rotation. Und damit steht es jetzt 10-2. Tja, die Grafen zeigen das ja logischerweise auch. Plus plus. Viel Gold, weil beide T2, bis jetzt alle T1 Tower gefallen sind und noch keine Tower von Opening Party genommen wurden. Von daher ist hier klar der Goldvorteil bei Bone Doctors. Allerdings XP-weise geht das halt noch, es sind nur die Kills vorne. Irgendwo versucht sich im Dschungel, es hat schon Level 9. Und von den Levels her sieht es gar nicht so schlecht aus. Außer ein bisschen bei den Supports, klar. Aber Jakirim braucht nicht unbedingt Level 6 so konstant. Wraith King schon. Allerdings, wenn er als Support hinten gespielt wird und einfach nur seinen Stun wirft, kann man das halt auch so ein bisschen. Könnte man das vernachlässigen. Allerdings halt farmbezogen ist Kunker schon stark vorne. Und das wird sich auf jeden Fall halt zeigen, wenn die starken Typebringer mit viel Damage reinhauen. Dass das halt ein Faktor ist, den man auf gar keinen Fall vernachlässigen kann. Gut. Kunkerpark, ja, die Mitte hat halt nur so viel Last jetzt wieder auf Lane, das ist halt bitter. Allerdings hat die Draw am Anfang halt auch ein bisschen Infusion bekommen, kann jetzt farmen. Das ist halt auch für Opening Party ganz gut, dass die Draw halt farm bekommt. Weil das Damage haben sie. Das Problem ist, sie brauchen halt ein bisschen Control. Will Opening Party hier fighten? Ja, Doom. Ah, kommen sie nicht ganz ran. So müsste es bleiben. Okay, dadurch, dass die Kasten gebaut ist, wollen sie da nicht rein. Aber trotzdem, das Boot ist drin. Trifft den Kuss gar nicht ganz. Nein, das war wohl knapp. Schöner Silence hier, auch der den Deathbolt abbricht. Haben doch ein bisschen was mit dem Deathbolt abzubrechen. Und ja, die Ultis von Bondock sind raus. Und von Opening Party ist nur das Doom. Von daher könnten jetzt hier eine Re-Engage kommen. Schöne Coil aber allerdings. Und jetzt geht es natürlich durcheinander wahrscheinlich. Die Draw
Slow, kommt aber hier weg. Viper ist in der Mitte und wird gefokust. Könnte hier relativ schnell down gehen. Er holt sich noch vorher den Kill auf den Jakiro, stirbt dann von einem Level Death. Allerdings ist die Draw auch nicht so frisch. Muss allerdings auch weggucken. Kunker nimmt in der Mitte, nimmt da oben noch den Jakiro und versucht hier den Husker zu bekommen. 3 Leben. Oh, und er wird hier von seinen eigenen Creeps geblockt. Das ist bitter. Und geht auch noch down. Double Kill für den Kunker. Ei, ei, ei. Die Creeps waren böse. Okay, er ist auch noch schön hier umgejuckt. Auch sehr schön gemacht, das Problem. Es war ein bisschen schade, dass er dafür nicht belohnt wurde. Das war ein guter Juke. Aber die Creeps waren ein bisschen. Ja, wenn die Creeps da nicht gewesen. Selbst das doch, die Creeps, ne? Ja, sie haben ihn geblockt, aber auch selbst wenn sie nicht geblockt hätten, Tidebringer hätten halt ihn auch gekillt. Von daher war. Ja, waren die Creeps sein Untergang. Schade, schade. Aber halt schöne Call, die es ermöglicht hatte, den Bone Doctors da reinzugehen. Und quasi einen offen. Was ist das für ein Torrent? Dass man wissen würde, was er tut. Aber war schon sehr gut, ja. Mal schauen, ob sie den Dau bekommen oder ob sie hier overcrit können. Overextenden. Auf jeden Fall knapp für den Doom, aber es fehlt ja der Damage. Bugner wollte ja auch nicht unbedingt da rangehen. Und dadurch, dass sie halt keinen richtigen Stun haben, konnte Bugner da nicht lang genug mit dem Life Drain dranbleiben. Aber. Ja. Gucken wir für den Doom. Doom ist halt schon relativ tanky. Ich war ein bisschen zu viel verlangt hier für den Bone Doctors, dass Kunker halt einfach mal so den Doom fast solo killt. Opening Party haben hier schön zwei Bots gefunden. Das ist ganz praktisch, weil ihr Dschungel dadurch wieder safe ist und sie hat hier weiterfarmen können. Das heißt, der Ward ist tot, dementsprechend wird das hier langsam unsicher und das hier unsicher. Und ja, das ist auf jeden Fall. Der Dschungel brauchen sie, denn die Lanes sind nicht mehr sicher. Wir haben prinzipiell einen Kunker, der über X-Max das Bot relativ einfach Kills bekommen kann und ganken kann. Außerdem halt ein Puck, klar. Puck ist ein schöner Ganker. Deshalb ist es halt auf jeden Fall gut, wenn sie sich noch in den Dschungel haben und halt ein bisschen Safe Zone haben. Aber die Bone-Doctors sind auch nicht wirklich in a hurry. Haben ja auch ein bisschen Dschungel und ihre Lanes. Prinzipiell stehen sie sich auch damit zufrieden, dass sie halt. Sie farmen zwei Lanes in den Dschungel und Opening Party farmen halt nur eine Lane. Und den Dschungel. Außerdem auch noch zu zweit, was sich auch auf die Erfahrung ausschlägt. Unten ist ein Doom auf dem Mitstock, allerdings kommen sie da nicht hinterher. Und jetzt gucken sie, ob sie turnen können. Mal schauen, ob der Kunker da noch rankommt. Zündet die Drum. Auf jeden Fall im Laufe der Zeit rankommen. X. Hätte vielleicht, ja, das hat nur Level 1 X. Auf jeden Fall hier, das Schöne schön an diesem Live-Jam ist, dass der Doom eigentlich nicht turnen kann. Eispuff, und da bricht das schöne Eispuff auf 4. Deathbird wird gezündet, um genug Damage zu haben, um 2 zu holen. Double Kill hier für Bone Doctors. Und auch wahrscheinlich der Bottom Tier 2 Tower dadurch. Deshalb war es halt auch in dem Sinne wert von Fever, dass er hier den Deathbird gezündet hat. Einfach um wichtige Kills zu machen, die er dann auf jeden Fall dafür sicherstellen, dass Opening Party den Tier 2 nicht verteidigen kann. Allerdings versuchen sie zu traden. Bottom Tower. Was? Wraith King, immer noch kein Ulti, hat Level 4, sehr knapp. Und das sollte auch. Oh, der Silence dürfte reichen. Oh, Puck, letzter Hit. Hat noch gereicht. War sehr knapp. Und das ist auch sehr schade. Weil der Silence war super. Und dann hätten wir uns auch wieder halt so zulassen können, dass sie es überlebt. Okay. Ja, Husker geht rein, wird natürlich für den Mech leider wieder geholt. Witchstock, der wird hier wahrscheinlich down gehen. Ja. Allerdings ist das Problem, dass der Witchstock dafür einen Trade immer gerne genommen wird. Die Crapify zum Sloan wäre vielleicht hier sinnvoll. Dass die Viper halt auch rankommt. Oh, was ein Joker, was ein Joker! Also Joker hat er drauf. Jetzt ist er zwar da, allerdings könnte eventuell jetzt sein, dass Spawn durch das zu viel war. Oh, was ein Damage auf dem Wraith King. Jetzt auch dann bekommen, aber der Renten. Renten hat wohl zu viel Juking Skills und kommt hier weg. Schön gespielt. Was ist mein Stream leider? Das kann ich. Ja. Okay, mein Lautstärke scheint anscheinend ein bisschen leise zu sein. Ich muss mal gucken, ob ich das machen kann. Außerdem werde ich angerufen. Goddammit, Moment. Dire's middle tower is under attack. Wicked shit. Man overboard.
under attack. God damn it. Okay. Ja, haben wir den Teamfight gesehen? Bondock sind so weit vorne, dass sie halt auch einfach ein Go machen können. Und da Opening Party überrennen können, quasi. Und wenn ich jetzt hier noch mehr quasi sage. Pegel des Mikrofons ist schon auf 100. Das ist bitter. Normalerweise ist es eigentlich nicht so leise. Oder wenn ich für manche Leute leise sehe, kann ich vielleicht mal gucken, ob ich einfach als Voice Volume im Optionsmenü leise gestellt werde. Anyway, Wraith King geht rein, macht sein Slow auf alle. Jetzt kommt allerdings das Witch Doctor Ulti. Silence ist nicht mehr da. Aber durch die geballte Macht können sie es unterbrechen. Viper geht down und das sollte so ziemlich das Ende der Aggression bedeuten hier. Relativ knapp die Drone auch weggekommen. Aber da muss der Puck auf jeden Fall raus. Nächstes X. Oh, das auch trifft. Allerdings jetzt Huska drin, allerdings komplett alleine. Holt hier den Witch Doctor und nicht mehr. Monster Kill. Für den. Okay, mit dem Drone, mit dem Silence haben sie es auf jeden Fall zu weit getrieben. Ich glaube, sie sind noch ein bisschen zu weiter drin. Fortification war jetzt nicht wirklich nötig, aber gut zurückschlagen von Opening Party, dass sie hier, dass sie die Aggression doch noch zurückschlagen können. 23 zu 7 haben hier auf jeden Fall wichtige Kills genommen, die hat auch die Erfahrung und besonders das Gold zurückbringt. Ich meine, die Viper war 500 Gold wert, okay, der Rest nicht so sonderlich, wir haben halt noch einen Kunker, der 8 zu 0 ist und bald eine Godlike-Streak zu verschenken hat für 1000 Gold, das wird auf jeden Fall ein Punkt für sie. Vielleicht ein Smoke-Wert oder sowas. Also ja, natürlich ein Smoke-Wert. Die Frage ist halt, ob sie sich confident fühlen, dass sie da überhaupt den Kunker irgendwo alleine antreffen. Besonders, weil sie... Sie haben halt schon mit dem Muskeln Initiation. Und ja, gut, mit dem Doom, natürlich klar. Aber halt die Blink-Diggers fehlen auch so ein bisschen. Naja, schwierig. Pinks kommen raus, Bondock haben da ein Ward. Hatten da ein Ward. Und... Ja, Witch Doctor, noch 1400 bis zum Agas. Das wird auch noch so ein Punkt, was auf jeden Fall einen Item-Unterschied aussieht. Aber was für eine Ward, das ist so, okay, quasi gerade ausgelaufen, nächste Ward gestellt und dann ist hier die Ward. Aber, tatsächlich, sehen sie die nicht, weil die Highground ist. Ist natürlich blöd. Jetzt auch nicht. Und die Viper kommt trotzdem ran. Versucht wegzutipieren. Okay, ist ein Ulti-Wert von Oscar. Ja, definitiv. Double Damage Viper mit Haste. Ach du großer Gott. Da will man nicht in einer halben Map-Länge dran sein. Das haben sie auch gesehen, aber selbst mit Max Move, also, ja. Haste. Oscar kam einfach nicht weg. So, Siege. Deathward steht. Rot kommt wahrscheinlich auch gleich. Oh, Life Drain macht sehr, sehr viel Damage. Witch Doctor Ulti ist gleich bereit, allerdings gucken sie natürlich noch, okay. Ist jetzt gedoomt. Allerdings bedeutet das, dass der Rest, dass halt kein Death Ward kommt, aber der Rest halt noch online ist. Allerdings leben auch alle bis auf den Huska. Witch Doctor muss jetzt aufpassen, dass er vielleicht nicht zu viel Damage bekommt, um durch das Doom zu sterben. Rot trifft tatsächlich 3 und cleant hier den Doom instant buyback. Der Kampf geht weiter. Allerdings sind auch Bondock relativ gut am Leben. Death Ward tötet nur den Wraith King. Macht mir jetzt noch Damage auf den Jakiro, der ist dann im Endeffekt endlich noch richtig. Allerdings war schon Maximum Fuß. Bondocks haben alle volle Leben und diven hier ziemlich weit. Wenn hier Opening Party irgendeine Initiation hinbekommt, könnte es auf jeden Fall wichtig sein. Allerdings scheint der Damage hier auszureichen, um sie halt alle abzuholen. Okay. Witch Doctor könnte down gehen. Ja, geht hier down. Und jetzt muss, glaube ich, Bondocks gucken, dass sie da schnell rauskommen. Oder halt den Tower hier mitnehmen. Okay, ein bisschen zu weit gedodged, aber gut. Versuche hier wegzulaufen, dürfte passen. Meanwhile, Pugner holt beide Racks. Space created auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, also,
Ich weiß nicht, ob Opening Party damit nicht gerechnet hat oder ob sie halt gesehen haben, okay, wir sind halt weit zurück, wir holen uns jetzt noch die Kills und dann ist okay. Aber wenn nicht, war das auf jeden Fall ein super Space-Created-Ding, halt einmal hierher zu laufen und es mir halt erlauben, hier die beiden Wrecks zu holen. Diese Ebenen in Dota, die selbst das Schreiben überbrechen. Überschreiben. Tja. Tja, Opening Party, ob die nochmal. Also ich bin mir nicht sicher, wie OP zurückkommen könnte. Ist auf jeden Fall Smoken. Ja. Smoken ist eine Möglichkeit. Halt irgendwie hierher, genau was sie schon gesagt haben. Oder halt jetzt gucken, vielleicht will Bondok das Roshan machen. Und dass sie die dabei unterbrechen. Also jetzt haben sie hier auch schöne Wards, sehen den Witch Doctor. Das Problem ist, der Witch Doctor wird nicht reichen, um zurückzukommen. Sie brauchen noch mehr. Müssten hier quasi die beiden bekommen oder so. Die zurückgewünscht. Okay, sie gucken hier. Ja, der Puck könnte ein gutes Ziel sein. Wird auch direkt. Oh, okay. Ist kein Doom wert. Das hätte ich anders gesagt. Jetzt ein Doom. Bisschen zu spät. Und Bone Doctors sind da, könnten hier reengagen. Ja, Puck ist drin, allerdings vielleicht ein bisschen zu sehr drin. Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt müssen sie aufpassen, es ist knapp. Ulti ist raus vom Kunker. Der Kunker wird der wichtige Kill. Auf jeden Fall versucht man so lange wie möglich auszuhalten. Rot wäre das definitiv wert gewesen, vielleicht, weiß ich nicht. Und ja, 3:0. Das war auf jeden Fall wieder das Ding, um da zurückzukommen. 170 Jahre. Das Boot hätte sich den Kunker den Husker getötet, weil er sich dadurch mit dem Inner Vitality umgebracht hatte. Durch die Nether Ward. Jetzt kriegen sie Rusher. Und das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen das Comeback von Opening Party. Wir sind halt da teilweise raus. Aber ich rechne denen wieder Chancen an. Besonders wenn sie jetzt auf die Viper-Brücken kommen, sollten sie auf jeden Fall vielleicht nicht reingehen. Husker hat wieder das Ulti. Von daher würde ich auf jeden Fall gucken. Das Blast. Ah, knapp. Knapp out of Max Range. Und dann kommt die Viper hier weg. Wenn nicht, hätte es übel enden können. Andererseits, mit der Reinitiation hätte vielleicht es auch eine gute Trap sein können. Für Bone Doctors, um da selber eine Initiation zu machen. Gut. Ja, Last Sitz. Wie ihr auch seht, Bone Doctors sind wesentlich weit vorne. Außerdem halt, ja, die Grafen sind weit vorne. Aber im XP-Grafen sieht man schon so leicht einen Dip nach unten. Das könnte definitiv ein Turnaround sein. Wenn auch nur ein kleiner. Besonders, weil sie halt einen Rex down haben gegen den Pugner, der da auch relativ gut siegen kann. Besonders hier könnten die Ranged Rex bald ein Problem sein. Oder bald down gehen. Aber erstmal, Bone Doctors fühlt confident und sagen, wir gehen erstmal durch die Mitte. Agas dürfte fertig sein. Ja, Agas ist fertig. Jetzt auch auf Cooldown. Alle Wards sind da. Daher bin ich mal gespannt, was hier so noch passieren wird. Nether Ward ist down und vielleicht gewartet, bis die nächste wieder ab ist, weil die dann doch einen nicht zu unterschätzenden Damage macht. Aber Viper geht einfach rein. Sie haben halt auch von hinten, wenn Viper vorne drin steht, den Damage und schöne Coil. Schöner Silence. Jetzt könnte es sein, dass sie dafür reingehen. Witch Doctor ist noch nicht so ganz perfekt. Jetzt kommt das Ulti und was für ein Damage. Okay, es war schon fast alle tot, aber was ein Damage? Guck dir das an! Jetzt. Okay, Pugna Spielverderber. Die Crappify hat das Ding abgebrochen. Okay, Viper überlebt das. Viper überlebt das gerade so durch das Brot. Okay, Team Viper, das sollte dann jetzt auch das Spiel gewesen sein. Bone Doctors gegen Opening Party. Hab noch ein bisschen Turnout gemacht, aber ja, spätestens das Witch Doctor Ulti war genug hier, um den Win hier rauszuholen. Schön gespielt von Bone Doctors und schön gegengehalten gegen Opening Party. Ja, ich freue mich auf Spiel 2. Das startet dann jetzt sofort, wie ihr im In-Game-Chat schon gehört habt.
So viel zu so leise, jetzt habt ihr was Lautes. Und damit beginnt gleich das Spiel 2. Wenn Rajas Ingame kommt. Weiß ich, ob ich noch irgendwas an meiner Lautstärke machen kann? Ich glaube ehrlich irgendwie auch wieder nicht. Also klar, im Broadcaster, im Video am Ende ist es okay. Einfach weil ich auch da die Lautstärke leiser gemacht habe, um ja auch die etwas doch leise Dota-Lautstärke da dran zu machen. Ich habe halt ja, ein leises Dota, damit ich halt hauptsächlich die Stimmen besser höre. Und mit diesen Settings. Whoopala. Warum war das auf einmal so laut? Anyway. Halt Voice Volume voll, Master Volume nicht so viel. Das könnte halt auch einen Unterschied machen, je nachdem, wie man so, denn sein Dota benutzt. Ja. Aber mein Mikro hat halt nicht mehr hier. Ist halt nicht mehr drin. Rehost, okay. Weil Ticket Game oder? Dann hatten wir wohl Glück, dass wir das erste Game immerhin ohne Ticket hatten und damit ein paar Zuschauer hatten. Und ja, das zweite Game dann als Ticket-Game haben.
Okay. Vielleicht wird das der letzte Cast für Bone Doctors. Mit den Worten, glaube ich, würde ich dafür nicht mehr casten. Zum Glück kann ich das unkommentiert haben. PS, wenn ihr hier im Video immer noch zuhört, unten in der Beschreibung ist das Zeit angegeben, weil das Spiel 2 losgeht, von daher müsst ihr jetzt hier nicht irgendwelches langweiliges Lobby-All-Chat von zwei Teams zuhören und ihr müsst mir nicht zuhören, wie ich hier Salzstangen mich reinschiebe, von daher ist es bei YouTube leider ein bisschen umständlich, das Ding zu schneiden.
Von daher ist halt alles da für die Leute, die es sehen wollen. Ansonsten, ich glaube, ich kann auch eine Annotation machen, so von wegen, jetzt hier dauert es länger. Klick hier, um zum Start zum Spiel 2 zu kommen. Falls es dazu sein wird und der Admin irgendwann mal kommt. Aber naja. AFK ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Andererseits, Alt-Tab ist eine gute Idee.
Genau das.